Meine Lieben, willkommen zu einem neuen Pflanzen-Update. Es ist wieder Sonntag. Wie jeden Sonntag zeige ich euch, was sich so tut. Und es hat sich einiges getan. Und wir starten einfach. So, wir beginnen einfach mal hier drüben. Vielleicht einfach mal damit. Das ist der Basilikum aus der IKEA-Sache. Und da kommt schon einiges. Ich bin begeistert. Dann schauen wir doch einfach mal weiter. Das hier ist Physalis. Die Physalis vom Acker. Ich habe ja verschiedene. Moment, ich guck mal, dass ich euch verschiedene zeigen kann. Das ist eine von der Jessie. Die ist noch viel kleiner. Und dann habe ich aber noch mal irgendwo Physalis gehabt. Lasst mich doch mal gucken. Aber irgendwie sieht die... Ach doch, hier. Die muss ich noch umpflanzen. Oh ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Hier. Da sind noch drei Stück drin, die müssen unbedingt umgepflanzt werden. Dann zur gelben Chili. Wir fangen einfach mal da drüben an. Das ist eine gelbe Chili. Ich habe noch eine, die ist weiter. Die sieht so aus. Habe ich mir hier auf der Seite alle so beschriftet gehabt. Ich weiß gar nicht, habe ich noch eine? Ist ja auch egal. Wir machen einfach mal weiter. Wir haben Chili Rot. Auch noch recht klein, aber vielleicht habe ich davon auch noch eine größere. Wir gucken mal. Guckt mal, wir haben hier eine riesige gelbe Chili noch. Die hatte ich ganz übersehen gerade. Die ist ja wirklich schon groß. Aber von den Chili Rot habe ich, glaube ich, sonst irgendwie gar keine hier, komischerweise. Ja. Dann Tomate Yellow Submarine. Ist das hier. Hier kommt auch noch irgendwie mehr raus. Seht ihr das da? Und da ist noch eins. Ich werde die einfach mal rausziehen dann, weil ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was es sein könnte. Das ist die Yellow Submarine. Ich finde halt, die sieht aus wie eine Paprika. Wenn man das mal vergleicht mit einer anderen Tomate, zum Beispiel der Cocktailtomate vom Acker, also wo ich die Samen vom Acker hatte. Haben wir von der Yellow Submarine noch andere? Ja, da kommen überall noch andere raus, seht ihr das? Hier. Dann Tomate Orange. Auch im Supermarkt gekauft gehabt, die Tomate und die Samen getrocknet. Kommt sehr gut. Hier haben wir eine gestreifte Aubergine, die es leider nicht überlebt hat. Wir haben aber noch eine zweite. Und die kommt langsam. Ist noch klein, aber wir gucken einfach mal, wie sich das so entwickelt. Wir haben eine lange rote Chili. Die sieht schon richtig gut aus. Weiß ich jetzt nicht, ob wir noch eine haben. Vielleicht finden wir gleich noch eine. Dann haben wir eine Aubergine, die auch schon richtig gut aussieht. Das sind diese länglichen. Bei den anderen zwei IKEA-Sachen tut sich übrigens noch nichts. So, das ist Paprika-Liebesapfel. Hatte ich ja von der Jessie bekommen. Richtig toll. Das ist eine dieser lila Paprika. Das ist meine Cantaloupe-Melone, auf die ich so stolz bin. Leider habe ich nur eine, beziehungsweise eigentlich habe ich zwei. Aber die hier sieht wirklich nicht gut aus. Ich weiß auch nicht, was da das Problem ist. Also sie ist auf jeden Fall noch nicht tot. Ich habe also noch Hoffnung, aber warten wir es mal ab. Wir haben hier eine Tomate German Gold mit hier zwei anderen noch nebendran. Die werde ich auch mal rausreißen. Die ist schon wirklich groß. Von der German Gold haben wir aber bestimmt noch mehr. Hier ist noch eine German Gold. Das sind ja diese Fleischtomaten. Auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Ah ja, und dann haben wir hier aber zum Beispiel eine, die noch total mini ist. Ja, so ist das, ne? Spitzpaprika haben wir hier. Habe ich alle durch? Irgendwie kommt es mir vor, als hätte ich irgendwas vergessen. Ja, aber sieht ganz so aus. Ach nee, hier hinten. Meine Bonsai-Chili ist leider nur eine, sehr schade, aber wenn die was wird, bin ich auch happy. Dann habe ich hier noch ein paar, da habe ich jetzt mal aufgemacht, man sollte ja jeden Tag mal, upsa, so ein bisschen lüften, damit die nicht anfangen zu schimmeln. Und da tut sich jetzt aber noch nichts, das ist nochmal eine Chili vom Acker. Ich mache mal dieses ganze Gedöns hier weg. Kann ich dann später wieder drauf machen. Aber eine zweite Chili vom Acker, die ist zum Glück schon rausgekommen. Ist noch ganz, ganz klein, aber was soll's. Dann haben wir hier
Ach ja, nochmal die Chili vom Acker und dann habe ich Tomatillo gepflanzt. Da kommt aber leider auch noch nichts, wie ich das sehe. Und da auch noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe das, glaube ich, erst vorgestern gemacht. Da kann man jetzt noch nichts erwarten. Ja, das sind die Pflanzen. Wie ihr seht, sie wachsen und wachsen und wachsen. Also ich bin wirklich begeistert, wie schnell. Und einige meinten ja, ich hätte das viel zu früh gemacht, aber jetzt überlegt mal, wie klein die jetzt noch sind. Und im Mai kommen die ja dann schon raus. Da müssen die ja eigentlich so groß sein, damit die das überleben. Und ich bin der Meinung, dass ich das zur richtigen Zeit gemacht habe. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte. Man kann schon die Wurzeln sehen. Seht ihr? Da drüben auch, aber davon, welchen die da nicht reingehören. Die werde ich jetzt echt gleich mal rausziehen, weil die nehmen den anderen Pflanzen ja auch den Platz weg. Und ich habe vorhin nochmal neu gesät. Und zwar müssen wir dafür ins Schlafzimmer. Ich habe hier den Vorhang zu, mein Freund ist gerade erst aufgestanden. So. Man sieht natürlich da noch nichts. Ich habe hier Balkontomate, wie heißt das? Cherry Bomb ist eine Chili. Dann habe ich hier nochmal zwei rote Balkontomaten. Die möchte ich eben mit für die Kinder auf die Arbeit nehmen. Darum auch in diesen super süßen Dingern. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Cherry Bomb Chili, eine Pretty in Purple Chili, nochmal Pretty in Purple. Und hier drüben, das sind Basilikum Saatscheiben. Da sind eben schon die Samen drin, so wie bei den Kräutern eigentlich von IKEA. Wobei, ich habe die bei Real gekauft, ne? Und bei dem roten Basilikum, da war das so richtig schön weich, das Papier, eben wie Küchenrolle oder so. Und bei diesem, das Zitronenbasilikum und Edwiner Basilikum, da war das so plastikmäßig und ich konnte das gar nicht wirklich durchtränken. Ich hoffe, es funktioniert jetzt ein bisschen besser mit der Folie drüber. Das sind übrigens zwei rote Basilikum. Und ich habe noch mehr Basilikum, ich habe aber keine Erde mehr, darum muss ich gleich noch in den Gartenmarkt fahren. So, was ich noch vorhabe, ist dieser Basilikum. Das ist Zimtbasilikum, fand ich irgendwie ganz cool. Ich habe noch eine Saatscheibe übrig von diesem Edwina. Ich weiß nicht, ihr könnt das wahrscheinlich jetzt nicht sehen, aber es ist halt nicht so schön weiches Papier. Das kann man schlecht durchtränken. Das hier ist übrigens von der Tulpe. Wir haben vorhin Grünschnitt gesammelt gehabt. Ja. Muss ich noch wegfegen. Nicht, ob ihr euch das schon gedacht habt, aber ich stehe auf Basilikum. Ich habe hier noch ein neapolitanisches Basilikum. Das soll einen leichten Anisgeschmack haben. Werde ich auch noch probieren. Und dann habe ich noch den typischen Genoveser Basilikum. Das ist eben der, der auch für Pesto verwendet wird. Und dann habe ich mir das hier noch bei Real gekauft für den Balkonkasten. Das sind eben Saatbänder, finde ich super praktisch. Mit Petersilie, Dill und Bohnen. So, ich sitze jetzt hier auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob ihr alle darüber Bescheid wisst, die das jetzt gucken. Ich habe dieses Jahr wieder einen Bio-Acker. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, wo ich eben so erkläre, was das so auf sich hatte mit. Hä? Ihr wisst, was ich sagen möchte. Ich werde das Video mal unten nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und es ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht habt ihr ja Bock, selbst sowas zu machen und ja, dafür verlinke ich euch das einfach unten. So, und dann haben wir gestern im Gartenmarkt noch Erdbeeren gekauft. Ich habe zugeschlagen. Also, ich habe einmal Malvina, das ist eine späte Sorte. Davon habe ich, wie viel Pflänzchen? Eins, zwei, drei, sechs Stück. Kommen in so einem süßen Ding. Ich muss die noch umpflanzen. Ich möchte die dann auch auf dem Balkon machen. Dann habe ich die Sorte Senga, die bekannte, eine mittelfrühe Erdbeere. Das sind 2, 4, 6, 8, 10 Erdbeerpflanzen. Ich habe echt ein bisschen übertrieben. Ich weiß noch gar nicht, ob die alle auf meinem Balkon passen. Dann habe ich zwei von Honey Yowie, was? Honno? Wie bitte? Honeoi, ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist eine frühe Sorte. Davon habe ich zwei Pflanzen gekauft. Und die sind auch schon am größten, wenn ihr das vielleicht sehen könnt. Ach, diese Tulpendinger, sorry. Ja, davon habe ich zwei. Und dann mein persönliches Highlight habe ich Fontaine, die neue Waldbeere. Walderdbeere, so rum. Ich hole mal dieses Schildchen raus. Na. Ja, das ist die neue Walderdbeere. Und davon habe ich zwei Stück. Also Walderdbeeren sind so lecker, oder? Und guckt mal, wie viele Blüten die schon hat.
Ich hoffe, dass jede Blüte eine Erdbeere wird. Das würde mich super freuen. Das ist auch die einzige, die schon blüht. Ich muss die unbedingt bald umpflanzen. Und ja, das sind meine Erdbeeren. Oh, guck mal. Ich habe eine Schnecke mitgebracht. Okay, die Arme. Ich muss mal gucken, wo ich die jetzt ausquartiere. Ja. Meine Erdbeerpflanzen. Ich bin super happy. Und die hatten eben so viele verschiedene Sorten, dass ich da zuschlagen musste. Wie gesagt, ich muss die noch auf dem Balkon dann machen, aber es ist ja jetzt noch viel zu kalt und deswegen lasse ich die mal noch drin. Das war das Pflanzenupdate von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich verlinke euch unten den Link zum Ackervideo und auch die Playlist von letztem Jahr, wenn ihr da mal reingucken möchtet. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann.